Zu einem lebendigen Dorfleben gehört meiner Meinung nach ein aktives Vereinsleben, kulturelle Anlässe und natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten in erster Nähe. Und ganz wichtig, viele verschiedene Gastronomiemöglichkeiten, Treffpunkte, wo man lachen kann, wo man diskutieren kann und wo man einfach abschalten kann. Und wir brauchen möglichst viel Freiheit und Selbstverantwortung, weil Freiheit und Selbstverantwortung führen letztendlich zu den besten Ergebnissen. Und der Staat muss nicht immer meinen, er müsse alles für einen Unternehmer regeln. Als Mitinhaber von einem Unternehmen, das in der Sport- und Freizeitbranche tätig ist, liegen mir kleine und mittlere Unternehmungen natürlich sehr am Herzen. Und als Nationalrat setze ich mich dafür ein, dass diese kleinen und mittleren Unternehmungen nicht immer zusätzlich mit neuen Regulierungen belastet werden.